Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Battlefield 2042. Weiter geht's mit der nächsten Runde. Ich bin gespannt, was wir da draußen finden. Ja, das bin ich aber auch mal gespannt. Hier, guck mal, das ist unser Team, unser Squad. Wir haben 4 verschiedene Leute dabei, 4 verschiedene Charaktere auch und sind wieder auf der altbekannten Map mit dem zerbrochenen Schiff. Unser avariertes U-Boot wurde im Indischen Alang geborgen. Der Feind plündert hemmungslos unsere geheimsten Waffensysteme. Das ist ein Notfall. Unsere Marineinfanterie geht umgehend in Position. Die Amerikaner dürfen keine Präsenz aufbauen. Das ist keine leichte Aufgabe. Kämpft gut. Na, ich würde sagen, wir werden unser Bestes geben. Ausrangiert heißt die Map und die kennen wir ja schon, haben wir schon ein paar Mal gespielt. Bisher eigentlich immer ganz gut. Finde ich gut, dass wir die Map kennen, weil da weiß ich nämlich genau schon, vor allem beim Schiff, je nachdem, wo wir hingehen sollen. Wir sind wieder im Team von Russland, kämpfen gegen Amerika, genauso wie in der letzten Folge. Und jetzt bin ich schon mal sehr gespannt, ob wir auch wirklich in unserem Fahrzeug spawnen, wie ich mir das gerade eben gedacht habe. Sitzen wir da tatsächlich drin? Tatsächlich. Guck mal einer an. Schön, 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 schön. Ey, die drängen sich hier ab, guck mal. Ich glaube, wir sind auf der Rennstrecke. Was macht der da? Was macht der da mit mir? Das ist ein Feind im falschen Team. Warum brennen wir denn jetzt? Scheißdreck. Okay, ich nehme mal nach vor. Komm, 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 komm. Ich schüttel den ab. Wobei der wahrscheinlich eh schon irgendwo ist. So, holen wir uns mal E1. Wenn wir schon mal da sind. Sie haben Sektor Alpha komplett eingenommen. Müssen wir denn dahin dafür? Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. So, da dringen wir gleich mal um. Echo 1 ist unser nächstes Ziel. Und jetzt geht's los. Delta 2, Delta 1. Die sollten wir uns auch noch holen. Dann haben wir zumindest mal einen guten Grundstück. Charlie 1 wird auch gerade eingenommen. Das finde ich sehr gut. Yeah! Bisschen schwammig zu steuern, das Teil. Aber es bringt einen dorthin, wo man hin will. Das ist in Ordnung. Okay, und hier sind wir nicht mehr alleine, sehe ich gerade. Charlie 1 ist da vorne. Okay, ich glaube, wir sollten hier eher mal da oben gehen. Ach, das ist irgendwann von uns. Da drüben sind nämlich schon wieder ein paar. Guck mal auf die Map. Wir wechseln gleich mal das. Wechseln wir nicht. Wir wechseln gleich mal unser Scope auf das hier. Dass wir die auch sehen können. So, ab geht's nach oben. Willst du mich verarschen? Jetzt hockt der auch da oben. Ich wollte gerade sagen, jetzt gucken wir mal, ob wir die unten finden können. Jetzt steht die auf einmal da oben. Zwiebelhirsche. Na, immerhin, wir haben einen Punkt angenommen. Immerhin, wir haben einen Punkt angenommen. Schnell mal da spawnen, bevor uns das nicht mehr gehört. Mich war's nicht. Scheißdreck. Na, das sieht aber nicht so gut aus. Ist das vielleicht ein Punkt, der normalerweise denen gehört? Ist das bei denen hier im Spawn vielleicht? Denen gehört ziemlich viel übrigens. Denen gehört das B ja auch. Und das ist bei unserem Spawn. Scheißdreck. Nochmal da spawnen. So, ich möchte gerne mal nach oben. Das hier unten ist mir ein bisschen zu gefährlich. Delta 2. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir haben ein Ziel gesichert. So, und diesmal bleibe ich nur bis hier. Um dann wieder auf dem Boden der Tatsachen zu stehen. Nee, keine Ahnung. Also am meisten los wird natürlich oben sein. Delta 1 wird belagert. Oh, ich wollte gerade sagen, da hat jemanden. So, wie schauen wir denn da aus? Safety first. Feind am Boden! Wenn der da schon so rumtanzt. So, komm wieder, komm wieder, komm wieder. Du bist ja einer von mir. Du siehst aus wie ich. Das ist mein Bruder. Eieieieieieiei. Also es ist auf jeden Fall nicht nur einer, der das da eingenommen hat. Und von der Seite kommen da auch welche. So, die sind mal weg, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir uns hochheilen und dann hoffentlich kann man die noch wiederbeleben. Wobei, ich glaube, die ist eh gerade am Werk. Ja, das finde ich gut. Sollte man vielleicht mal markieren. Na, super.
So, ich hoffe, da ist niemand gespawnt. Natürlich ist da jemand. Scheißdreck. Und die gute Dame auch noch mit dem Schalldämpfer unterwegs. Was kann denn eigentlich der Schalldämpfer, den wir da freigeschalten haben? Da sollten wir uns vielleicht nochmal ganz kurz umgucken. Warte mal. Anpassen. Wir haben da einen Schalldämpfer freigeschalten. Noch einen in der letzten Runde. Das ist der hier. Feuerkraft minus 5 bringt uns eigentlich überhaupt nichts. Dämpft Schall, keine Minikartensichtung beim Feuern. Das kann der aber genauso. Bringt uns relativ nichts. Und das da? Blendeffekt. Die Taschenlampe. Nee, weißt du was? Das bleibt so, wie es ist. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel übernommen. Na super, mittlerweile haben wir hier gar nichts mehr. Wir müssen rasch mehr Ziele sichern. Eieieiei, mittlerweile haben wir hier gar nichts mehr da drüben. Ach du Scheiße. Okay, dann heißt das I1. Wir brauchen ein Gefährt. Haben wir eins? Natürlich nicht. Und müssen irgendwie da rüberkommen. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Delta 2, Delta 1. Da landen schon irgendwelche gruselig aussehenden Helis. Erinnere mich ein bisschen an Arma, der Heli da oben. Na, super Panzer kommt da auch von denen. Na, herzlichen Glückwunsch. Da fliegt er wieder weg. Sitzt überhaupt der drin? Tatsächlich, Sahnekännchen sitzt da drin. Ein Ziel wird belagert. Achso, das ist der Panzer, hoppla. Hätte mich nicht umdrehen sollen. Gegen den können wir ja eh nichts ausrichten. Wir greifen auf unsere Reserve zurück, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Ja, den haben wir anscheinend schon ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Uiuiui, knappe Geschichte. Nein, da kommt er. Ich habe mir gedacht, er kommt jetzt wieder von der anderen Seite. Muss ja so sein. Ober uns ist auch jemand. Scheiße. Das ist gerade nicht gut. Definitiv nicht. Jetzt sollen wir mal bei Bertha 2 gucken. Bertha, sag schon, Bravo 2. Na gut, ist ja wurscht, B2. Da sind zwar auch schon ein paar. Wir kontrollieren Sektor Bravo. Na, warte mal ab. Ich glaube, das sieht gleich anders aus. So, den haben wir zum Glück. So, der sollte auch weg sein. Ich sehe da gar keinen. Die ballern da zwar alle fleißig herum, aber wo sind die denn alle? Hier, nimm Medizin. Da drin hockt er. So, Freunde, kommt mal her. Wenn ich schon mal da bin, dann teilen wir gleich mal wieder ein bisschen aus. Ballern von da hinten schon wieder. So, der auf jeden Fall nicht mehr. Okay, den kann ich leider nicht holen, glaube ich. Okay, wird schon geholt. Sehr gut. Feindpräsenz bei Bravo 2. Sie haben die Kontrolle über Sektor Hitler. Brauche Zeit zum Nachladen. Oh, da kommen aber auch nicht gerade wenige von da drüben. Guck mal, von überall kommen die her. Ah, und doch alle noch mit einem Schalldämpfer bewaffnet, sodass man die ja nicht sehen kann. Aber wir haben ein gutes Team, wir werden wiederbelebt. Wir sind zwar nicht so wirklich gut in Führung, aber zumindest kümmert sich das Team umeinander. Das ist schon mal ganz schön.
Sag, komm, hol den da drüben, hol den. Feindeinheit ausgeschaltet! Ah, muss nachladen! Ja. Das wird euch retten! Oh, guck mal, sehr schön. Das Gefühl, direkt hier auf der Gegenseite ist einer. Hm, wir haben schon das Zweierscope drauf. Ach nee, hat man das Zweierscope gerade drauf? Ja. War das das? Oder sind wir wieder mit dem Einser gespawnt? Ich glaube, wir sind wieder mit dem Einser gespawnt. Sie haben gerade Sektor Delta übernommen. Na, das läuft ja für uns nicht so rosig. Vielleicht sollte man da doch mal ein bisschen vorrücken. Charlie, Delta. Sind ja alles Punkte, die wir uns vielleicht holen können. Ja, man muss jetzt halt leider sagen, die sind sicher sehr, sehr gut da drüben. Doch, weg. Unser Ziel wird angegriffen. Wir können viel riskieren, aber ich riskiere nicht mein Leben, nur um da jetzt gegen einen Panzer zu kämpfen. Gegen den wir dann eh nichts ausrichten können. Wir haben einen Positionswechsel und wir können noch irgendjemanden holen von denen. Na hoppala. Na gut, dass mich der nicht gesehen hat. Aua. So, aber da hat bestimmt jemand anderer gesehen von denen da drüben. Na, war ja klar. Irgendjemand war ja klar, dass da jetzt kommt. Mit der Pistole auch noch. Ach gut, der hat den Sniper. Okay, na, dann ist klar. Und weg ist er. So, schauen wir mal. Wir haben da drüben drei Sanitäter. Die sind aber, glaube ich, eher damit beschäftigt, gerade nicht erschossen zu werden. Also, dass da uns jemand holt, glaube ich fast nicht. Alter, pff. Wir greifen Charlie 1 an. Nee, da fliegt der Panzer drüber. Also, da holt uns definitiv keiner. Wir greifen Charlie 1 an, sagt da. Die Frage ist halt nur, ob das noch was bringen wird. Wir greifen auch gerade Delta 1 an. Und Alpha 1 auch. Ach nee, das wird uns gerade weggenommen. Okay. Dafür greifen die Bravo 1 an. Da sollten wir vielleicht mal kurz eingreifen, wenn das geht. Weil wenn wir dann da hinten wieder die Punkte verlieren, ist das natürlich doof, wenn wir vorne welche angreifen und einnehmen wollen. Und dann verlieren wir aber im Endeffekt hinten wieder die Punkte. Die haben da sicher so ein Spawn-Beacon aufgestellt. Was ist das da? Ne, nur eine Pistole. So, dann rein da in die Elektrokarre. Was hast du vor? So, schnell weg da, der Panzer ist da. Nein, da hat er uns doch. Ich wollte gerade sagen, gut, dass wir dem entwischt sind. Kacke. Ein Ziel wird belagert. Oh, Kacke. Okay, und das haben wir auch nicht bekommen, das haben wir auch nicht bekommen. Na, das läuft aber nicht gut. Also, ich glaube, diese Runde können wir abschreiben. 425 Punkte haben wir noch. Und die anderen sind jetzt erst gleich dreistellig. Die haben jetzt noch 1000 Punkte. Das können wir abschreiben. Selbst wenn wir das, glaube ich, drehen, wird das nicht mehr wirklich gut gehen. Boah, guck mal da vorne hin. Ach du Scheiße.
Schuss. Na komm, jetzt hätte ich's was gehabt, das scheiß Ding da oben. Wir kontrollieren Bravo 1 nicht mehr. Ja, was kontrollieren wir denn überhaupt noch? Unseren Spawn zumindest? Oder haben die den auch schon mitgenommen? Eieieiei. Ja, ich glaube, jetzt können wir bald dann unsere weißen Fahnen ausflaggen. Auspacken. Bravo 1 von US-Verbänden erobert. Wir machen sie mürbe. US-Streitkräfte werden schwächer. Ja, aber. Hast du schon mal auf unseren Counter gesehen? Wir sind schon am Boden und die treten immer noch hin. Die haben sich vielleicht einen Zehennagel gebrochen beim Hintreten, aber das war's dann auch. Eieieiei. Also diese Runde können wir abschreiben. Ich spawn mal da unten. Haben wir einen kleinen Tapetenwechsel. So, irgendwo laut Minimap haben wir da wieder irgendjemanden. Ich wechsle mal wieder das Scope, aber nicht hier, sondern durch T. Hallo, hallo? Nehmen wir mal das da. Wir haben Sektor Delta komplett eingenommen. Delta 1 ist unter. Na, war ja klar. War ja klar, MP9, der war vorher, glaube ich, auch schon da. Diontao, hoppla. So, mal gucken. Wo ist der Medic? Da drüben irgendwo. Und ob der uns wiederholen kommt. Ja, läuft er zumindest schon mal in die richtige Richtung. Und jetzt läuft er wieder weg. Na, obwohl. 9 Sekunden hast du noch. Hallo, falsche Richtung. Nee, der ist gerade mit Sniper beschäftigt. Okay. Ja gut, hat sich wahrscheinlich gedacht, jetzt ist eh schon wurscht. So, der blöde Wichser ist sicher da drin, oder? Nicht! Was war das jetzt? Stirb doch! 5 Leben! Ah, Position enthüllt. Bin der Escher tot. Ah, 5 Leben. 6 Leben. Na toll. Scheißdreck. Ja, ich glaube, da können wir nur noch aufgeben. 179, die haben uns komplett zerlegt. So wie der Rumpf zerlegt wurde, so haben die uns zerlegt. Eieieiei. Hut ab. Hut ab. Weiß gar nicht, ob sich das noch auszahlt, überhaupt darauf zu gehen. Guck mal, da hinten kommen die Feinde schon nach oben. Aber ein Teil des Schiffs, der eigentlich uns gehören soll. Nein, komm! Ich will es noch raufschaffen, wenigstens. Jetzt liegen wir hier, voller Erschöpfung. Aber Gott sei Dank, wiederbelebt. Sehr schön. Eines unserer Ziele ist verloren. Immerhin. Also irgendwie habe ich das Gefühl, treffe ich mit dem Scope überhaupt nichts. Ah, das ist, glaube ich, dann der von hinten, der raufkam. Sie haben Sektor Echo gesichert. Jetzt haben wir wieder das Scope. Nein! Na, ah. Ist der weg? Hoffentlich. Stirb. Stirb oder stirb. Was anderes gibt's nicht. Sehr gut. Sehr gut. Boah, das ist nicht so gut. Ja, die Taktik ist nur noch aufgeben, würde ich sagen. Die Niederlage steht kurz bevor. Was heißt, sie steht kurz bevor? Da rede ich schon seit 5 Minuten hier, dass das nichts mehr wird. Wenn wir das erst jetzt einsehen, dann tut mir das aber sehr leid. Ja, 36 Punkte, zahlt es überhaupt noch aus zu spawnen? Na gut, schauen wir mal. Vielleicht können wir noch irgendjemanden hier mitnehmen.
Suppi. Splittergranate von da hinten. Na gut. Hat sich's für jemanden anderen noch ausgezahlt, uns mitzunehmen. Euch verliere ich nicht. Na, und zwar ziemlich haushoch. 803 Punkte haben die noch. Ein Heer von Deppen, schreibt da jemand im Chat. Ich habe nie daran gezweifelt. Am Verlieren? Seid nicht traurig. Manchmal läuft es eben nicht optimal. Tja. Aber immerhin, wir sind Trupp 10 von 38. Da sieht man mal mit mir im Team, beziehungsweise im Trupp und dann Trupp 10. Das Team muss, ja, nicht so wirklich ganz gut gewesen sein. Sonst wären wir nicht so weit oben. Naja, letzte Folge noch drüber gerätselt, ob wir es vielleicht sogar dieses Mal schon schaffen, hier in den bronzenen Status zu kommen auf Level 20, aber das wird nichts. Da sind noch 11.000 Punkte knapp, die wir brauchen für die nächste Stufe. Also das heißt, da müssen wir in der nächsten Folge mal richtig dazu schauen, dass wir da ein bisschen weiter machen, ein bisschen weiter zulegen, ein bisschen was einnehmen und so weiter und so fort. Und dann wird das Ganze schon werden, hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Runde, dann hier bei Let's Play Battlefield 2042. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.